Arbeitsklima, die Fortbildungsmöglichkeiten, dass auch jedes Jahr hier im Prinzip im Hotel was passiert. Wir bleiben nicht stehen, wir verstauben nicht, wir hinterfragen, wir machen, wir bilden weiter, zum Beispiel bei so Akademien in Köln, ja, wo es einfach auch Spaß macht, wo es weitergeht, eben ob das jetzt ein Betriebswirt ist, ob das Sommelier-Ausbildung ist, Ausflüge auch, die Unternehmen mit den Abteilungsleitern, mit den Azubis, Events, die die selber kreieren, machen und tun und aktiv sind. Wir fordern nicht nur, wir fördern natürlich auch und das macht dann auch Spaß. Man hat immer wieder Erlebnisse mit Gästen. Das ist natürlich schon eine Thematik, wo man sagt, ja, wenn man sieht, wen man kennenlernen darf, kann auch ob das allgemein an Gästen ist oder durch Gäste oder durch die Hotellerie einfach auch wiederum andere Hoteliers, einfach so ein Erfahrungsaustausch. Natürlich die Krönung war für mich vor gut 10 Jahren, dass ich zusammen mit einem Freund das Hotel kaufen konnte. Das ist natürlich schon genial, wenn du ein Hotel, so wie ich jetzt in der Endbauphase als Direktor übernimmst und dann ja, wie ein kleines Kind groß siehst und dann kommt es dann doch zur Adoption, dann macht es natürlich riesig Spaß und wenn man sich umso mehr da noch einbringen kann, ist natürlich herrlich. Das war schon ein Meilenschritt in der Karriere. Ich war ja viel unterwegs, ich war in England, Frankreich, Französische Schweiz, Kettenhotellerie, Privathotellerie, es ist ja alles, das ganze Programm habe ich ja hinter mir, so ist es nicht. Ich hatte hier ursprünglich auch nicht vor, so lange zu bleiben, es hat sich einfach so ergeben. Ja. Das Schöne ist, in der Hotellerie kann man ja auch von gewissen Lebensphasen sprechen. Ich kann sagen, meine Zeit in Lausanne oder meine Zeit in London oder meine Zeit da oder sonst wo. Hier ist so viel Abwechslung eben gegeben. Ja, es sind einfach Tage da, wo man sagt, man macht eine schöne Flasche Wein auf, man hat interessante Gäste, andere Unterhaltungen mit allem. Und es ist einfach Leben da. Einfach, so wie es immer heißt, der Umgang mit Menschen, einfach auch der Lockere. Sie lernen so viel fürs Leben auch. Ja. Ich sage immer, das sind so einfache Dinge, wie viele kommen, die haben von Nahrungsmitteln, von Ernährungslehre, von Umgang mit Menschen, Messer und Gabel, wie man eindeckt, wie man einfach sich verhält im öffentlichen Leben, überhaupt viel zu wenig Ahnung. Und da können wir einfach die aufbauen. Es ist eine Ausbildung, die im weiteren Leben immer wieder weiterhilft. Ja, das geht bis zur Abteilungsleitung hin. Wir haben also viele Mitarbeiter, die nach ihrer Ausbildung gerne bleiben möchten. Der eine oder andere möchte gehen, was wir auch unterstützen, auch ins Ausland, egal wohin, wo die einfach auch die Möglichkeiten da sind, auch die Beziehungen, die wir haben zu anderen Hotels, Hotelketten, die da sind. Oder ich sage mal, eine Auszubildende ist inzwischen Restaurantleiterin bei mir im Haus und das die beste Restaurantleitung, die ich je hatte. Die kennt das Haus, muss man wirklich sagen. Die kennt die Gäste mit allem, so eine Herzlichkeit und ist mit einer solchen Leidenschaft dabei. Also ich möchte nur mehr geben.